Und ich für mich habe halt überlegt, ja, kann ich jemanden bewusst gezielt töten? Dann habe ich für mich überlegt, ja, ich könnte, wenn der Kollege hat überlebt. Gott sei Dank. Der Täter hat auch überlebt und jetzt kommt's. Also der wurde dann sozusagen ohne Schussverletzung aus seinem Versteck geholt und nicht verprügelt. Es ist wirklich das berühmteste Abendmahl mit Christus. Und welche Frage ich ihn stellen würde, wer bin ich? Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu unserem heutigen Podcast. Hallo, lieber Maximilian. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie waren deine letzten Tage? Hau mal raus. Oh, sehr gut. Dankeschön. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Hatten ja einiges zu tun die letzten Tage. Na gut, wir haben immer viel zu tun, aber Jahresschlussgeschäft ist wie in jeder Firma, glaube ich, mit das eins der wichtigsten Phasen im Jahr. Und gerade in unserer, glaube ich, auch Branchenverteilung ist es schon nochmal, dass die Kunden da eine Menge Unterstützung brauchen und schon auch gleichzeitig schon ins nächste Jahr reinplanen, was sehr spannend ist. Cool. Ja. Jetzt seht ihr das noch nicht, aber ihr werdet es gleich sehen. Und ja, die Zuhörerinnen hören es auch noch nicht, beziehungsweise unsere Zuhörer, aber ihr werdet es auch gleich hören. Wir haben heute jemand ganz Interessantes als Gast bei uns. Und ich schneide es vielleicht mal so an. Ihr müsst es euch so vorstellen, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, okay? Dann trainieren ja ganz viele Menschen dort draußen verschiedene Partien. Und die Herausforderung ist immer, dass man meist nur das Nötigste tut. Zumindest ist es bei ganz vielen so im Fitnessstudio. Aber die wenigsten gehen wirklich über ihre Grenzen hinaus. Die wenigsten versuchen wirklich Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Genauso war es auch bei diesem Menschen, der heute bei uns zu Gast ist. Er hat mich vor einigen Monaten mal angesprochen im Fitnessstudio hier bei uns am Ammersee. Und der liebe Jürgen hat dann zu mir gesagt, Mensch Mike, hättest du nicht mal Bock, dass wir gemeinsam trainieren? Gesagt, getan. Ich habe mir gedacht, naja, ja, schauen wir mal, wie das Ganze so abläuft. Wird mir irgendwie alles hinbekommen. Wir haben dann eine Trainingssession von, ich glaube, 22 Minuten damals abgehalten. Und er schmunzelt schon, ich schmunzle auch schon, weil dieser Mensch, und darauf freue ich mich sehr heute, beim SEK gewesen ist. Und das ist eine ganz lange Zeit. Und diese Art und Weise im Business hat sich dann auch bei ihm im Sport übertragen. Und wir haben dann 22 Minuten Vollgas gemacht. Und Vollgas, liebe Zuhörer, meine ich wirklich, es war der absolute Wahnsinn, weil ich habe danach fast, darf man sagen, ich habe fast gekotzt, weil der hat zu mir gesagt, ja, das waren so 20-30% von dem, was eigentlich möglich ist. Das Aufwärmprogramm. Und das Aufwärmprogramm. Und ich habe gedacht, holla die Waldfee. Also der Typ ist wirklich krass. Deswegen, ich freue mich ganz besonders drüber, lieber Jürgen, dass du heute bei uns bist, dass du im Podcast bei uns zu Gast bist. Erstmal ein herzliches Servus. Hallo Mike. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Maximilian, vielen Dank. Freue mich, da zu sein. Und freue mich auch über diese Art von Laudatio, die du jetzt losgelassen hast. Obwohl es ein bisschen peinlich ist, weil als Trainer sollte man schon schauen, dass seine Kunden nicht gleich nach 22 oder 23 Minuten zusammenbrechen. Ja. Also es war eine Challenge und ich finde, das verdient Lob, dass du dich überhaupt da stellst. Du wusstest ungefähr, was auf dich zukommt, nicht das Ausmaß. Aber du hast dich gestellt und das ist ein großer Faktor, der in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat, nämlich Überwindung. Ja, cool. Einfach sich seinen Schatten, seinen Ängsten, seinen Barrieren zu stellen. Mhm. Und das ist schon der erste Schritt. Also über sein. Gut, wollen wir nicht gleich vorgreifen, was noch kommt? Ihr merkt schon, der Jürgen ist redegewandt. Der Jürgen kann gut reden. Das ist mir schon von Anfang an aufgefallen, weil er wirklich sehr kommunikativ ist. Und ich glaube, vielleicht auch eine Stärke von dir. Ich weiß nicht, ob du das so erkennst, aber ich droppe es jetzt einfach mal. Der Jürgen ist in meiner Welt jemand, der unglaublich kommunikativ ist, sehr herzlich ist, in seinem Bereich wirklich ins Extreme geht und Außergewöhnliches in seinem Leben schon geschaffen hat. Und es gibt so bestimmte Berufsgruppen wie Feuerwehr, wie Notarzt, wie Menschen beim SEK, bei der Polizei, die wirklich Außergewöhnliches leisten. Und deshalb nochmal, ich freue mich sehr drauf, über den heutigen Podcast mit dir, mit Maximilian gemeinsam, einfach mal so ein bisschen aus deinem Leben mehr zu erfahren, auch für die Zuhörer. Was gibt es für Parallelen aus deinem Job, auch fürs Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum? Was kann man noch für Skills von dir lernen? Weil ich glaube, viele, viele, vor allem auch junge Menschen oder Menschen vielleicht schon fortgeschrittenen Alters, die tun sich
oft sehr schwer, so über Grenzen hinauszugehen. Und wir haben aber ein paar schöne Fragen vorbereitet. Und ich möchte zunächst mal gleich die erste Frage stellen. Und die lautet folgendermaßen: Wie haben deine Anfänge als Streifenbeamter in München dein Verständnis für Teamarbeit und Organisation in so einem großen System wie bei der Polizei beeinflusst? Also dein Verständnis für Teamarbeit und Organisation in deinen Anfängen, wie hat es in so einem großen System wie bei der Polizei allgemein das Ganze beeinflusst? Was wäre so dein Ansatz? Es ist interessant, weil wir können gleich weitermachen bei der Überwindung. Sport ist auch bei mir in meinem Leben so gewesen, dass ich eigentlich kein kommunikativer Mensch war. In der Jugend oder am Anfang meines Lebens war ich eher ein scheuer, zurückhaltender Mensch, der sich immer im Hintergrund aufgehalten hat. Und da gehe ich zur Polizei und bin dann plötzlich im Brennpunkt, im Mittelpunkt als uniformierter Polizist in der Großstadt, muss Rede und Antwort stehen, muss in Teams funktionieren und so weiter. Also das war schon ein Riesenschritt für mich, wieder mal eine Überwindung. Und das begleitet mich eigentlich immer noch in meinem Leben. Diese Herausforderungen, sie stellen sich, ich schaue sie mir an, ich fasse mir Mut und gehe rein und sehe dann auch, was für Potenziale in mir sind, die ganze Zeit da waren, aber einfach nicht gelebt wurden. Und so war es auch mit der Kommunikation. Ich stellte dann fest, es geht. Es war möglich, dass ich plötzlich auch im Mittelpunkt stehe, ich vor Menschen reden kann. Letztendlich habe ich erst ganz zum Schluss gemerkt, da ist so eine Führung, ja, so eine intuitive Führung. Und da Zugang zu finden, das ist jetzt, das machen wir einen Zeitsprung, jetzt nach 60, also 60 bin ich jetzt geworden, im 60. Also ganz Jahr. Kurz mal, wenn ihr ihn sehen könnt oder wenn ihr mal jetzt gerade auf YouTube schaut oder vielleicht das gerade anhört, schaut gern mal später in das Video kurz rein, weil man vermutet wirklich nicht, dass der Kerl 60 ist. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maxi. Nein, gar nicht. Aber wenn man ihn so sieht, denkt man gefühlt, der ist so, ja, ich würde sagen so Anfang 50, ja, Ende 40, Anfang 50, aber du bist wirklich in einer brutalen Form, kommen wir nachher noch dazu. Aber spannend, schaut es mal an und gebt mal gerne eure Kommentare ab, weil das ist wirklich interessant. Danke für die Blumen. Es ist aber Fakt, also rein biologisch oder kalendarisch bin ich 60 und fühle mich nicht so. Und bin aber jetzt auch wieder vor Barrieren gestanden, heute auch diesen Podcast mit euch zu machen. Und muss mich da immer wieder stellen. Und es ist wie im Einsatz beim SEK. Man steht dann lange, einen ganzen Tag irgendwo vor einer Tür und muss damit rechnen, jeden Moment rein zu müssen und irgendeine Situation vorzufinden. So war es heute auch. Den ganzen Tag treibt mich der Gedanke rum, was werden die beiden wohl von mir wollen? Und dann zum Schluss kommt dann immer so der Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss es passieren, jetzt will ich rein. Jetzt will ich in die Wohnung, jetzt will ich in das Studio. Und das ist gut. Und dann, also Jürgen ist ganz normal durch die Tür gekommen, muss man sagen. Also hier ist noch nichts kaputt. Er ist nicht eingebrochen, er hat sich auch nicht vom Dach abgeseilt. Kein James Bond-Auftritt. Der nächste Podcast. Okay. Der nächste Podcast. Der Trailer dann dafür. Zum Beispiel. Zugriff bei uns. Oh, ja. Herrlich. Aber wenn wir gerade schon von Zugriff sprechen, okay. SEK-Einsätze, also jetzt mal speziell, was ja die, glaube ich, den letzten Teil deiner Karriere, kann man ja so sagen, letzte Phase ja sehr stark begleitet hat, die erfordern ja vor allem Präzision, Schnelligkeit und Strategie. Würde ich sagen, das sind schon drei Elemente, die wichtig sind. Welche Fähigkeiten hast du vor allem im SEK entwickelt, die auch im Business-Kontext nützlich wären? Für viele Unternehmer mal als Tipp. Also entwickelt, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt, ich glaube, man bringt schon einiges mit, so als Potenzial. Ich glaube, es gibt ja ein Raster, weil nicht, ich würde sagen, der Rosenheim-Kopf, der 50 Leberkassemmeln im Monat ist, ja. Der ist jetzt nicht in dem Raster, der da reinkommt. Ich glaube, das erfordert ja auch definitiv ein Raster. Also man muss sagen, SEK-Beamte sind die Speerspitze der Polizei, sagt man mal so. Die werden schon sehr selektiv ausgewählt. Glaube ich, ja. Mit vielen Prüfungen und Tests und Gesundheitschecks. Und da findet man schon ungefähr raus, wer passt da oder wer passt da nicht. Und man muss das auch jedes Jahr immer wieder neu sozusagen beweisen. Im Sport, wow. Ärztlicher Check, Leistungstests und so weiter, also das ist, und Schießen, Augen, Ohren, also es muss alles funktionieren und das ist wie ein TÜV, sagen wir mal, ja, so. Und das krass. Stärkste Potenzial, wo ich persönlich festgestellt habe, innerhalb des SEK ist, dass man sich tatsächlich, wenn man sich in Lebensgefahr befindet, entspannen kann. Das klingt paradox wahrscheinlich. Wow. Ich merke das auch beim Sport immer, wenn ich eine starke Belastung habe,
es gibt einen Moment, wo ich mich in der Belastung entspanne. Und diese Fähigkeit hatte ich jedenfalls nicht bewusst in meinem Bewusstsein damals. Aber jetzt rückblickend weiß ich, das ist da und es ist in jedem da. Mike, wir werden es auch bei der nächsten Session probieren, dass wir ja, ich freue mich schon jetzt drauf. Deine Entspannungsphase einleiten. Da warst du doch krank, glaube ich. Ja, ja, bin ich krank an dem Tag. Da gebe ich den gelben Schein. Heute, ja. Das ist übrigens heute, nach der Aufnahme. Krass. Genau. Ja. Also kann man ja sagen, also weil viele machen sich ja immer, gerade dann, wenn Probleme, Herausforderungen kommen, ja, so ein Kopf, es wird da jetzt quasi glatt lebensbedrohliche Situation sein. Und du bist ja wirklich schon in lebensbedrohlichen Situationen gewesen. Also wenn jetzt, glaube ich, jeder kann sich vorstellen, SEK-Einsatz, der kommt jetzt nicht zu einem Verkehrsunfall, sondern das ist schon krasser, was du uns auch schon erzählt hast. Kann man dann sagen, hey, egal was eigentlich im Leben kommt, im normalen Leben, gerade Berufsleben, Privatleben, es ist alles irgendwie machbar. Weil es geht ja oft nicht um Leben und Tod. Oder ich würde sagen, in 99,9% der Fällen geht es nicht um Leben und Tod. Das hängt tatsächlich davon ab, wie dein Bewusstsein ist. Ja. Weil das kann tatsächlich sein, dass du in einer realen Lebensgefahr bist und entspannter drin bist und du bist vor einer Prüfungssituation, wo es nur um eine Note geht und du bist wahnsinnig unter Druck, unter Stress, Tunnelblick und so weiter. Es ist wirklich unser Bewusstsein. Mhm. Und die tragende Kraft dahinter, die das verhindern will, ist die Angst. Also die Angst ist tatsächlich der Faktor, der da so reinspielt und deine Möglichkeiten begrenzt auf einen kleinen Millimeter raus. Du denkst dann nur, du hast nur noch so ein kleines Fenster. Dabei hättest du 360-Grad-Möglichkeiten. Aber die Angst ist der Faktor, der immer das Entscheidende war, auch bei den SEK-Einsätzen, der dann entschieden hat, wie entspannt bin ich in der Situation, wie löse ich die Situation, was für Handlungsmöglichkeiten entwickle ich und setze die dann auch um. Schulst du das auch deinen, wie nennt man das dann in dem Fall, was sind das deine Kadetten oder wie nennt man so da Schüler, Polizeischüler oder? Also ich bin ja nicht in der Ausbildung bei der Polizei. Das heißt also, ich habe, nachdem ich das SEK verlassen habe, die Kommissarslaufbahn eingeschlagen und bin jetzt in einem Kommissariat für Betrugsdelikte. Da werde ich auch das Ende einläuten im nächsten Jahr. Und in der Zeit beim SEK war ich auch kein Ausbilder, sondern da war ich auch aktives Mitglied. Das war auch die Zeit, wo ich sehr weit vorne immer stand, nicht in der Befehlsstruktur hinten als Gruppenteamleiter, sondern richtig als erster Mann, lange Jahre. Das heißt, ich war immer der, der als erstes rein musste und dementsprechend ja, gefährlich war es natürlich auch. Mhm. Wir üben nachher so ein Szenario mal mit Mike, der wird den Übeltäter hier spielen und Jürgen stürmt hier mal rein. Hey, ich habe die meisten unblutig. Mike weiß es noch nicht, dass der Überraschungsmoment des Tages. Nein, Spaß beiseite. Also, das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht für alle Betrüger, die hier zuhören und für alle, die jetzt schon Angst hatten vor dir. Jürgen geht in Rente nächstes Jahr. Positive Nachricht für alle da draußen. Genau, aber dann lege ich erst richtig los in meinem neuen Beruf. Verraten wir jetzt, doch, das verraten wir schon im Laufe des Podcasts. Ja. Er macht keine Detektei auf oder so, keine Nein, Angst. Die Art fremd irgendwo, aber doch die Sachen, die ich da mitgebracht habe, mitgenommen habe, die will ich weitergeben an meine Klienten, meine Leute. Vielleicht eine Frage hierzu schön anknüpfend, nämlich viele Unternehmen durchlaufen ja verschiedene Prozesse, also Transformationsphasen. Mhm. Viele Unternehmen durchlaufen verschiedene Transformationsphasen. Und ähnlich deinem Wechsel vom SEK zur Kriminalpolizei, welche Tipps würdest du denn einem Unternehmen geben, die vor einer großen Veränderung stehen? Gibt's da einen speziellen Punkt, wo du sagst? Das ist natürlich schon eine sehr, sehr fachliche Frage, wo ich jetzt als Beamter, der bin ich seit über 40 Jahren, zwar jetzt nicht aus Erfahrung was dazu sagen kann, aber rein vom Gefühl her, würde ich sagen, ja, ihr müsst schauen, dass ihr gewisse Brennpunkte in diesem Unternehmen entdeckt. Hm. Wahrscheinlich irgendwelche, der Geist der Firma ist das Entscheidende. Ich sehe das bei dir hier oder bei euch beiden ja eigentlich. Der Fisch stinkt vom Kopf her, heißt bei der Mafia. Und das heißt, also wie der Chef oder wie die Chefs oben sind, so setzt sich nach unten fort. Und wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, sollte man sich mal anschauen, wer da oben sitzt, ganz oben. Okay. Also so ist meine Intuition. Jetzt, weil ich denke, der ist das, der gibt es nach unten weiter. Und bei der Polizei ist ja die Hierarchie ähnlich. Mhm. Es gibt auch viele Polizeiführer, die werden auch nur wegen guten Noten dahingesetzt, obwohl sie nicht geborene Führer sind. Also Führer ist auch ein Führer, der nicht jetzt an Karriere denkt, ans Weiterkommen, an irgendwelche Außenwirkung von Polizei in der Presse, sondern der sich in erster Linie um seine
Leute kümmert, ja, die vielleicht er dann in Einsatz schickt, in eine Lebensgefahr bringt. Und da habe ich viele gute Führer beim SEK speziell gehabt, die da sozusagen das Rückgrat noch hatten, sich stark gemacht haben für die Mannschaft, für die Teamleute. Cool. Also auch eine hohe Empathie, eine starke Willenskraft, Rückgrat, solche Punkte. Genau, es war halt, die waren halt auch von der Basis. Es war halt niemand artfremd, der irgendwie einfach so reinkommt. Und so Theorie, irgendwas erzählt aus Büchern. Mhm. Genau, ihr müsst hart gesprochen euren Arsch schützen, weil wenn irgendeiner nicht funktioniert, glaube ich, in der Kette, dann geht es um Leben und Tod. Und das geht halt, glaube ich, in der Berufswelt draußen oft. Es war wie eine Familie und krass. Der Gruppenführer ist dann sozusagen auch der Vater in dem Sinn und der kümmert sich natürlich auch drum, weil er schickt dann ja seine Leute rein ins Feuer. Und ist dann auch, wenn einer nicht mehr zurückkommt, der Verantwortliche. Und dementsprechend wird ein Unternehmen aus meiner Sicht gut bedient sein, wenn der Chef ähnliche Haltung, so eine Tugend wieder entwickeln kann, dass er sich verantwortlich fühlt. Ja, auch für die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Und wenn das in Schieflage gerät, dann hat er irgendwo nicht aufgepasst. Sag jetzt mal so pauschal. Schöne Ansätze. Also ich höre auch hier raus gerade, der Fisch fängt zuallererst an, am Kopf zu stinken. Ja. Genauso ist es auch in vielen oder in fast allen Lebensbereichen, vor allem jetzt auch in Bezug aufs Unternehmertum. Und da ist halt extrem wichtig, dass man auch gewisse Werte pflegt, dass man gewisse Tugenden pflegt, wie du gerade schön gesagt hast. Und ich glaube, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch ein spannender Ansatz, nämlich auch zu wissen, was ist denn wirklich unser Geist hier in der Firma oder was möchte ich denn wirklich nach außen tragen? Mhm. Und schöne Ansätze von dir. Danke. Ganz toll. Ja. Cool. Hast du damals, ich weiß jetzt gerade nicht den genauen Zeitraum, hast ja noch ein Fachstudium dann gemacht? Genau. Das war dann nach dem SEK. Mhm. Das war sozusagen der Abschluss für mich. Ich hatte schwierige Einsätze mitgemacht, lange Jahre. Und der Gruppenführer hat mich so gut beurteilt, heißt bei der Polizei, dass ich die Möglichkeit hatte, noch den gehobenen Dienst zu machen. Und das habe ich dann auch als Ausstiegshilfe, weil das ist wie eine Familie. Mhm. Und man ist dann auch irgendwo in so einem Umfeld, wo man halt akzeptiert ist und gesehen wird und sich vertrauensvoll auf die Leute verlassen kann. Und da braucht es ein bisschen einen Abstand, um dann auch rauszukommen. Mhm. Und für mich war dann auch der Schnitt da, weil ich altersmäßig auch kurz vor 40 ich schon war, wo es eh schon kritisch war. Man darf bloß bis 44 dabei bleiben. Und dann war für mich klar, okay, da ist der Break. Es wird gut gefügt. Ich kriege so einen Zuckerl noch mit, kann dann den gehobenen Dienst machen, habe dann die Kommissarslaufbahn eingeschlagen und bin seitdem bei der Kripo in München. Paar Stationen durchlaufen, interne Abteilung war auch spannend, mal schauen, was der eigene Berufsstand so für Dinge verbricht oder vergeht. Mhm. Und dann irgendwann bin ich zu Betrug, genau. Okay. Da bin ich jetzt noch und es ist sehr vielfältig. Da bin ich auch mit Unternehmer oft in Verbindung, natürlich, weil das da kommen wir gleich drauf, da haben wir eine spannende Frage. Okay, du hast da was? Aber meine eigentliche Frage, die ich noch stellen wollte, alles klar. Du hast ja gerade in dem Studium, das ist ja ein klassischer Studiengang, ja. Hast ja neue Management- und vielleicht auch Führungskompetenzen erworben, die eventuell 1:1 auch in der Geschäftswelt anwendbar sind, oder? Ja, aber da habe ich jetzt mich fast schon ausgelassen. Das war jetzt eigentlich das, was ich auch in der Schule gelernt habe, weil da ist es ja auch immer so, dass du dann gedacht als Kommissar irgendwann vielleicht irgendeine Gruppe führst von jungen Polizisten. Ah, okay. Also das ist so die Idee oder eine Dienststelle vielleicht sogar. Ja. Du hast eigentlich quasi das gemacht, was die meisten Polizisten wahrscheinlich Mitte 20 machen. Das hast du mit Ende 30 dann gemacht, gerade so von der Karrierelaufbahn im gehobenen Dienst, oder? Direkteinsteiger, die halt dieses Studium direkt von der Schule weg machen, okay. Denen fehlt halt dann die Basis von der Polizei. Streifendienst quasi. Streifendienst, genau. Und diese ganze Kontakt zur Bevölkerung und zu anderen Kollegen. Das ist manchmal eine schwierige Situation, dass man solche Menschen in die Führungsposition bei der Polizei bringt, weil die entscheiden halt auch, wie ich vorhin gesagt habe, die schicken dich vor, und wissen vielleicht selber gar nicht, was dann davon abläuft, weil sie natürlich nicht aus der Basis kommen. Also die delegieren quasi auch den Streifendienst, obwohl die nicht Streifendienst gemacht haben. Ja, manchmal kommt das so vor. Das ist schwierig. Ja, und da ist es oft hilfreich, wenn sie sich einen informellen Führer suchen innerhalb der Abteilung, der halt Lebenserfahrung hat, lange Jahre dabei ist und sich dem erstmal ein bisschen unterstellen. Ja? Mhm. Und das tun die Klugen auch, weil dann lernen sie von dem und irgendwann sind sie auch so weit, dass sie das dann umsetzen können in ihrem Mitarbeiterstab. Mhm. Spannend. Genau. So viel Erfahrung in der Führung habe ich eben nicht, aber das ist ein Faktor, der entscheidend ist. Mhm. Jetzt sieht man ja natürlich auch ganz viele Parallelen, gerade du als, man kann es ja auch so schön sagen, Fitnesstrainer, Mentaltrainer, der in dem Moment auch
ganz viele Menschen da draußen schon begleitet hat und in seinem Bereich auch sehr erfolgreich ist. Und für all diejenigen, wir blenden es nachher mal ein, könnt ihr, wenn ihr wirkliches Interesse habt, da mal über euch hinauszuwachsen, gerade im Geist euch noch mehr trainieren wollt oder sagt ganz einfach, ich möchte fitter werden, nicht nur körperlich, sondern auch mental, nehmt es gern mal mit dem Jürgen Kontakt auf, weil ich glaube, das ist für jeden wirklich, und ich spreche aus Erfahrung, ein massiver Schritt nach vorne, auch wenn es manchmal echt wehtut, wenn man mit dir trainiert, aber es bringt einen auf jeden Fall nach vorne. Und die Parallelen hier zu schlagen zwischen Geschäftswelt und dem Fitnesstraining, also eher dem privaten, was würdest du sagen, was gibt es hier auch für Punkte, wo man so fürs Leben mitnehmen kann? Also für alle Zuhörer, gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn das hat dich extrem nach vorne gebracht, gerade solche Punkte, wo man in der Geschäftswelt auch anwenden kann? Gibt es. Also ich will ja jetzt auch zukünftig in der Weise arbeiten, dass ich diese Fitnesstrainer oder diese körperliche Arbeit als Fitnesstrainer nur als ein Drittel meines Jobs ansehe, und ein anderer Drittelteil ist dann die Seele und der Geist. Mhm. Das heißt also, diese Komponenten kommen da rein, und der Faktor bei dem Training ist ja oft, dass du denkst, du könntest jetzt als Beispiel 10 Wiederholungen von dieser Übung machen, aber wenn ein Trainer dabei steht, schaffst du 20, 50, 100 und dachtest aber, du kannst nur 10 Wiederholungen davon schaffen. Mhm. Also das sind Begrenzungen, die sich die Leute machen oder machen lassen auch oft, ja, von Büchern, von anderen Trainern, die sagen, das geht nur so und das ist so von der Autorität Arzt sowieso nur empfohlen. Aber rein vom Körperlichen sehe ich immer wieder, und selbst ausprobiert habe ich alles, da ist viel, viel, viel mehr drin. Und da ist halt oft der innere Schweinehund und diese Glaubensbegrenzung auch das Hindernis. Und wenn jetzt da ein Coach dabei steht und mit dir arbeitet und dich da mal hinführt, wie bei uns beiden war es ja ähnlich. Ich habe halt da einen Punkt übersehen. Dann bist du nach 20 Minuten raus. da war aber auch, das hast du jetzt verschwiegen, ein Mittagessen im Spiel. Ja, absolut. Ja. Wo nicht unbedingt förderlich war das Ganze. Ne? Okay. Genau, also das ist schon der Faktor, dass du auch da wieder die Überwindung schaffen solltest, mal ausprobieren mit einem Trainer zusammen. Spannend. Und es geht. Also ich habe da wirklich Selbsterfahrungsdinge gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache 100 Sätze von einer Übung. Und ein anderer Trainer hat zu mir gesagt, was? Ich mache 200. Also man hat sich dann so gegenseitig hochgepusht und es ging auch dann. Und am Anfang stand man bei 10 Wiederholungen. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, was für Potenzial ist denn da eigentlich noch da? Und bei einem Unternehmern weiß ich auch nicht, ob da nicht mehr möglich wäre in vielen Dingen. Und man begrenzt sich, weil es halt so immer gemacht wurde von allen anderen Kollegen. Man sollte da ein bisschen größer denken. Also hier auch wieder ein schöner Ansatz, den ich raushöre. Auch dieses Vergleichen, wo man dann oft drin ist. Man setzt sich ja selber seine Grenzen. Genau. Man muss seine Grenzen verschieben, man muss über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt verschiedene Sprichwörter, auch in dem Bereich. Aber schlussendlich findet man es nur dann heraus, wenn man auch jemanden an seiner Seite hat, der einen zu Höchstleistungen wirklich anspornt und sagt, hey komm, geh mal nochmal 4, 5 Schritte weiter. Das ist ein Faktor, ist aber nur der eine. Ja. Und der wichtigere ist sogar, dass mein Klient dann, in dem Fall du, wirklich brennt für das, was er jetzt will. Das heißt, der kommt da rein oder kommt zu mir und hat einen brennenden Wunsch. Er will seinen Körper verändern, er will sich verändern, er will sich entwickeln, er will sich erkennen, selbst erfahren, und das unbedingt. Und nicht nur so mal. Also diese so mal fallen meistens dann auch raus, weil irgendwo ist da nicht so richtig der Wille da. Absolut. Also das muss man dann wirklich auch sagen, die durchhalten, sind dann am Ende auch erstaunt über sich und nehmen das auch mit ins Leben. Nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Leben. Zu sehen, aha, ich kann mal, auch wenn es weh tut, drinbleiben in dem Job, in dieser Situation, wo ich mich nicht so wohl fühle, entspann mich rein vielleicht durch Techniken und gehe dann durch. Weil der größte Faktor ist wieder die Angst, auch im täglichen Leben. Man geht immer drum rum oder versucht drum rum zu kommen vor dem, was man Angst hat. Aber die Lösung liegt mittendurch. Also was ich so spannend finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte wirklich stundenlang zuhören, weil du erzählst einfach aus dem Leben, was wirklich schön ist. Und ich nehme hier gerade einen schönen Ansatz auch für mich wieder mit. Gerade wenn man diese Extreme reingeht, trotzdem in dem Moment in eine sogenannte Entspannungsphase reinzugehen. Kannst du mal kurz raushauen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Gibt es da eine Technik? Wie trainiert man das? Gibt es, aber ich kann die nicht jetzt. Das ist wirklich was ich nicht verbal irgendwie rüberbringe, sondern
das ist eine Geschichte, die läuft dann bei dir ab, wenn du mit mir trainierst. Das ist dann schon irgendwo auch verbal, aber das kann man jetzt nicht als Beispiel bringen. Es ist eine Möglichkeit da, in ausweglosen Situationen, und manchmal fühlt sich wirklich ein Sportskamerad auch in eine Situation, wo er glaubt, da kommt er jetzt nicht lebend raus. Vielleicht hast du dich damals so empfunden. Er ist aber rausgekommen. Und das ist ein Faktor, den ich auch über meine Einsätze immer wieder erfahren habe. Ich bin immer wieder rausgekommen aus dieser Nummer, die wirklich sich am Anfang so dargestellt hat, da gehst du jetzt vielleicht drauf. Und da braucht es Vertrauen in, ja, sagen wir mal, das Göttliche auch, in sich selbst natürlich, in seine Teamkameraden natürlich auch, aber eben auch das Vertrauen, es kommt der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Und da ist die Entspannung halt das Wichtige, dass man nicht zu sehr sich verkrampft, sondern entspannt bleibt. Auch wenn es heiß wird, wenn es gefährlich wird, wenn es weh tut, versuch aufzumachen, nicht jetzt wie der Reflex zumachen, aufmachen. Das ist die Lösung. Und dann kommen die Infos. Dann kriegst du wie so einen Schub von oben. Das ist wie wenn du online gehst. Ja? Das ist also, wir versuchen immer mit unserem kleinen Verstand, das ist wie so ein kleiner Laptop, der mit alten Erfahrungen vollgemacht ist und Vergleichen und Analogien arbeitet. Wenn du aber mit dem gleichen Laptop online gehst, dann bist du im Netz, dann hast du alle Möglichkeiten. Unendlich. Unendlich. Ja? Und wir arbeiten tatsächlich an unserem Potenzial so vorbei, und mit unserem kleinen Laptop, da begrenzen wir uns ständig und sind frustriert und finden auch tatsächlich keine richtige Lösung. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, mit Laptop meint Jürgen der Verstand. Ja, ja, nicht, dass okay. Ich, welcher Laptop? Ja, ja gut. Also kaufe ich dann. Wahrscheinlich ist Laptop eh schon. Der Link ist unter dem Podcast. Du, Laptop wird wahrscheinlich nicht mehr. Nee, das passt schon. Das passt völlig nur. Heutzutage alles nur noch genau. Mit Handy. Genau. Smartphone. Okay, coole Ansätze. Danke dafür vorab. Echt cool. Das ist echt spannend. Hast du hier, weil du sagst, du bist ja heute mittlerweile im Betrugsdezernat tätig. Gibt es aktuell so Betrugsmaschen, wo du jetzt so akut mal unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest, hey, schützt euch davor, fallt da nicht drauf rein. Da gibt es immer wieder so Wellen, die ja quasi, was gerade irgendwie gut läuft, wahrscheinlich viel auch online, würde ich schätzen mittlerweile. Ja, ja, wenn ich die Chance habe, dann nutze ich es natürlich. Liebe Omas da draußen, die vielleicht nicht zuhören, wahrscheinlich ist das Klientel viel zu jung. Naja, aber wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die ihre Omas und Opas schon warnen können. Also das ist ja genau, macht das bitte, diese WhatsApp-Aufrufe, Oma, ich habe mein Handy verloren, bla bla. Also da wollen die Betrüger eigentlich nur persönliche Daten abfischen. Ja? Und auch bei Mails, es kommen halt immer diese Phishing-Mails, die dann einfach sagen, liegt irgendein DHL-Paket, Frachtbrief, Zollgebühren 1,99, das ist nicht viel, bitte bezahlen und dann können wir das ausliefern. Was machen die Leute? Sie geben ihre Kreditkartendaten ein und das war's. Das war der Erfolg für die Betrüger. Die wollten die. Mehr ist es nicht. Auf die 1,99 ist verzichtet. Ja. Na? Nächstens, also, du kannst deine Kreditkarte direkt sperren lassen. Schaut genau hin, lasst diese, wenn es nichts gibt, was ich bestellt habe von DHL, dann gibt auch keine 1,99 aus und gibt auch keine Kreditkartenpreise. Weil man muss dazu sagen, diese ganzen Paket- oder Versandzentren, entweder du bestellst was, zahlst Versand direkt oder er wird oder das Porto oder das Versandunternehmen zahlt es. Genau. Aber das, du musst nie was nachzahlen. Also ich kann mich, also das gibt es ja nicht. Aber es gibt halt viele, die haben nicht so eine Erfahrung. Du bist Unternehmer, du hast natürlich dann mehr Kontakt zu diesen Unternehmen, DHL oder so oder Zoll, aber der normale Bürger draußen nicht. Und ja. Gut, das kenne ich jetzt aber auch nur durch privates Online-Shopping. Okay, das habe ich dich überschätzt. Oder? Das kenne ich auch wirklich nur durchs Online-Shopping. Okay. Ja, das wäre so eine Warnung. Okay, dankeschön. Die gut ist zu wissen. Wirklich wichtig, weil es momentan ein Boom ist. Also es ist wirklich, die schlagen dazu. Und wir haben eine eigene Ermittlungsgruppe mittlerweile bei uns, die nur diese WhatsApp-Sachen machen, weil es so ausufert. Wahnsinn, dankeschön. Ja. Cool. Erstmal ganz lieben Dank für die Ansätze, weil ich finde es immer so schön, egal wen wir bisher zu Gast hatten, jeder hat verschiedene Ansätze aus dem Leben und mich fasziniert es immer, von verschiedenen Persönlichkeiten einfach tolle Ansätze mitzunehmen, vor allem auch als junger Mensch, die man dann wirklich für sich wieder gewinnend einsetzen kann. Und du sprichst halt aus der puren Erfahrung und vielleicht möchte ich eine Frage mal kurz dazwischen schieben. Wie kommt man eigentlich zum SEK? Also du meinst jetzt den Test oder wie man auf die Idee kommt? Ja, wie beides. Also ich hatte früher mal den Wunsch, irgendwie Feuerwehrmann oder sogar mal Landwirt zu werden oder Polizist oder sonst was. Aber wie wird man SEKler? Ich glaube, das ist ja auch schon krass. Man muss reintroppen. Ich glaube, man muss auch eine Schraube locker haben, oder? Sei ganz ehrlich.
Okay, ich mache jetzt beide Varianten, ja, weil du hast es halt, wie kommen wir auf die Idee? Ja. Das heißt also, wie bin ich auf die Idee gekommen? Das war tatsächlich so, wie es immer in meinem Leben lief, nämlich ungeplant. Mein Leben ist immer wie so ein Flipper. Bing, bong, rüber, rüber. Und ich war jetzt Polizist in München, Streifenpolizist, und habe mich relativ wohl gefühlt in einer Schicht. Ich habe Streife gefahren. Ich habe interessante Sachen kennengelernt und wollte da eigentlich bleiben. Und ein Kollege von mir aus einer anderen Schichtgruppe sagt zu mir, du, wie schaut's aus? Ich melde mich beim SEK. Magst du da mit? Und dann sage ich, du, ey, das ist doch eigentlich ganz schön da, Streifenpolizist und so, ja. Sagt er, ja, du, das kannst ewig machen, Streifenpolizist. SEK ist was Besonderes, da kannst nicht immer dabei bleiben. Dann sage ich, okay, ich mache mit. So kam ich auf die Idee, da hinzugehen. Und dann war es so, dass man natürlich dann erstmal so Prüfungen durchlaufen muss. Und da gibt es halt Gesundheitscheck, es gibt Intelligenztests, Stressbelastungstests, Schießtests. Und letztendlich hast du nochmal so ein Gespräch vor so einem Auswahlgremium von Polizeihörern, die dann wissen wollen, was deine Motivation ist. Ob du dir vorstellen kannst, jemanden gezielt und bewusst zu töten, war zum Beispiel eine sehr entscheidende Frage bei mir auch. Ist es da so, mit was du antwortest jeweils, ist das entscheidend? Das ist für die Aufnahme dann entscheidend, für das Kommando, also da, ob du da reinkommst. Wenn, da waren welche dabei, die auch gesagt haben, zum Beispiel, ja, ich habe da kein Problem, jemanden zu erledigen, ich will das sowieso, ich wollte es eh schon mal. So, ja, es war immer schon mal mein Wunsch, jemanden so umzubringen oder so. Also ist schon ein bisschen blöd, wenn man sich so verkauft dann auch, aber die wurden natürlich sofort rausgenommen. Also, muss man aber so mit Ja antworten? Musst du mit Ja antworten, dass du überhaupt genommen wirst? Weil es gibt ja oft diese, ja, das ist vielleicht für ein Bewerbungsgespräch, es gibt ja verzwickte Fragen, weil wenn du jetzt sagst so, nee, und dann sagen sie, ja, perfekt, sie sind der richtige Mann, so hättest du, egal, wenn du immer Ja sagst, bist du raus, so quasi. Das war natürlich schon beim psychologischen Test so, dass viele Fragen sich wiederholt haben mit anderen Formulierungen ein bisschen, um rauszufinden, ob du eine Rolle spielst oder ob das tatsächlich dein wahres Selbst ist, was du da jetzt präsentierst. Mhm. Und wenn so eine Ja-Nein-Frage kam und du hast mit Nein oder mit Ja geantwortet, dann wurde natürlich schon nachgefragt, konkret, ja. Und ich für mich habe halt überlegt, ja, kann ich jemanden bewusst gezielt töten? Dann habe ich für mich überlegt, denke, ja, ich könnte es, wenn es Sinn macht, wenn es einen höheren Sinn gibt. Das heißt, für mich muss es Sinn machen, und Sinn macht es in dem Sinn, dass ich vielleicht, sage ich mal, eine Geisel, ein Kind, das in der Gewalt von einem bewaffneten Täter ist, der das bedroht und irgendwas damit will, dass ich den dann wirklich nur hindern kann, das zu tun, wenn ich ihn töte. Dann macht es aber einen höheren Sinn, weil dann rette ich halt ein unschuldiges Leben. Das ist für mich dann der Sinn gewesen. Dann kann ich es tun, habe ich mir gedacht. Okay. Und das wurde auch so akzeptiert. Also die haben mich dann auch aufgenommen. Weil grundsätzlich ist das ja auch die Arbeit eines jeden Polizisten. Ich meine, jeder Polizist trägt eine Waffe. Richtig. Jeder Polizist weiß, im Worst Case muss er die benutzen. Ganz und genau. Natürlich auch auf den Körper schießen. Ja. Also. Aber bei uns war es halt noch was anderes. Da hast du halt oft du warst dann manchmal, wenn du bei den Scharfschützen warst, warst du nicht selbst in Lebensgefahr. Lagst 100 Meter weg und hast den im Fokus gehabt und hast dann vielleicht den Befehl bekommen, ausschalten. Weil irgendeine Instanz in der Polizei gesagt hat, jetzt müssen wir die Sache regeln, es wird zu gefährlich für die Geisel. Dann bist du aber in der Bredouille, weil du selbst nicht physisch bedroht bist und tötest jemanden anderen. Da war ich aber, Gott sei Dank, ich war nicht bei diesen Scharfschützen sozusagen, sondern im Sturm. Ich stand immer selber sozusagen vor dem Täter und dann ging es halt auch immer er oder ich. Und das ist dann eine andere Variante des Selbstschutzes. Wie wir natürlich hier sehen können vor Kamera, es war immer ein Ich. Nein, ja. Die Antwort war immer relativ einfach, wie ich gesehen habe. Ich muss auch zugeben, die meisten konnte ich auch dazu überreden, ihre Waffe niederzulegen. Also das ist auch so eine Gabe. Verhandlungsfähigkeit. Ja, genau. Die ich gemerkt habe, die habe ich. So eine soziale Kompetenz, sagt man da mittlerweile, glaube ich, oder emotionale. Dass ich wirklich so auf ihn einwirken konnte, dass er die Waffe abgelegt hat oder eben den Abzug gehen hat lassen, dass er die Geisel hat gehen lassen. Und diese, dann wurde halt verprügelt von euch. Diese Gabe, das will ich ja nicht. Werde das nicht kommentieren. Die Polizei darf niemanden verprügeln. Das ist ja gut, sowas. Nicht jemand möglich. Hat schon ein bisschen verdient, das muss man dann schon ehrlich sagen. Du, aber das stelle ich mir schwierig vor, diese persönliche Beherrschung. Ich glaube, das ist ja auch allgemein im Alltag kennt man das ja auch, dass man sich immer wieder auch persönlich runterholen muss, gerade immer so in der Wut oder so drin ist. Und ich könnte mir persönlich vorstellen, ich glaube, ich wäre nicht gemacht für diesen Job, weil ich denke mir dann so, Alter, dieses, ich glaube, man spiegelt, ich könnte, würde zu krass, glaube ich, darauf spiegeln, dass ich sage, hey, ich könnte mich, glaube ich, nicht beherrschen, wenn jemand da irgendwie so ein Kind oder sowas tut. Ich glaube, da wäre ich zu krass. Deswegen also, wurden ja die ausgesucht. Also wir wurden halt psychologisch ausgesucht, was für Charaktere sind da dahinter. Und ich hatte einen Einsatz, da wurde geschossen auf mich, auf uns. Und ein Kollege von mir hat 5 Treffer abbekommen, schwer verletzt, liegt im
sein Blut. Wir schießen zurück. Der Täter hat sich verborgen. Hat er überlebt? Der Kollege hat überlebt. Gott sei Dank. Der Täter hat auch überlebt und jetzt kommt's. Also der wurde dann sozusagen ohne Schussverletzung aus seinem Versteck geholt und nicht verprügelt. Obwohl unser Kollege schwer verletzt da lag. Ja, wow. Also da muss einfach klar sein, ja, das ist das so, das, so sind wir nun mal auch ausgebildet und da kann man nicht sagen, oder nachher sagt dann der Richter, ja, warum, was ist da passiert? Sie sind doch speziell ausgebildet und ausgebildet. Sie ist gestürzt. Du schaust so viele Filme, Maximilian. Blöd gefallen. Ja, ist krass, ich kann mir vorstellen, das ist heftig, ja. Das ist heftig. Also ich will nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, klar. Ja. Also, klar, man muss es ja dann wieder unterscheiden, in dem Moment ist es ja, es wäre was anderes, wenn er in dem Affekt mit dem anderen Schuss getroffen werden. Oder in dem Moment ist ja dann die Situation schon entschärft. Und wenn du ihn dann verprügelst, ist es ja dann wieder eine komplett neue Situation. Genau. Das stimmt, ja. Genau. Und da erwartet man einfach, dass der dann sich so weit im Griff hat. Dass er keine Blutrache übt. Aber ich glaube, es ist hart. Ich glaube, es ist eine heftige Form von Selbstbeherrschung. Weil wenn du weißt, einer deiner engsten Kollegen liegt dann da in deinem Blut, das ist hart. Wurdest du persönlich schon angeschossen? Ich, wie gesagt, das war der Kollege, der die Schüsse abgefangen hat, die mir in den Rücken gegangen wären. Er war nicht dafür vorgesehen, mich zu sichern. Ich war mit dem Schild in die andere Richtung gestanden, weil da eigentlich der Täter vermutet wurde. Und er war hinter mir gestanden und der Täter war aber in seinem Rücken. Das heißt also, die Kugeln hat er für mich abgefangen in dem Sinn. Also ich habe keine abbekommen, nein. Aber allgemein in deiner Laufbahn wurdest du schon mal... nicht mehr. Okay. Ich hatte gute Engel um mich herum. Mhm. Gute Führung. Und oft auch Intuition, dass ich mich zur rechten Zeit zurückgezogen habe, geduckt habe und so. Also geschossen wurde natürlich schon. Ja, krass. Das ist echt spannend. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich stundenlang hier Stories raushauen. Interessant. Maximilian, möchtest du mit der nächsten Frage weitermachen? Du hast ja vor allem, weil sie gerade so auf diese menschlichen Belangen reingegangen sind, man spricht ja viel von dann auch Empathie und ein Verständnis oder Einverständnis auch so ein bisschen. Für so eine menschliche Belange, weil du gesagt hast, du konntest viel entschärfen. Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein wichtiger Part. Was denkst du, können Unternehmen von dir vor allem lernen, wenn sie vor allem mal so einen stärkeren Fokus auf sowas legen würde, um vor allem vor weicheren Faktoren irgendwie auch profitieren könnte? Was könntest du vielleicht irgendwie so eine Parallele mitgeben, dass man vielleicht in der Kommunikation begraben so viel Tiefe auch rausholen kann, um Situationen wirklich zu entschärfen? Weil, wie du schon sagst, am Ende muss man da nicht schießen. Und der andere muss auch nicht schießen. Und ich glaube, man kann die Parallel davon ziehen in Form von, wir würden jetzt, also nicht wir, aber so eine Situation wäre, man würde ja nicht aufeinander schießen, sondern würde sich halt dann verbal fertig machen. Glaubst du, man kann es schon vorher auch entschärfen, wenn man sich da ein Bewusstsein schafft? Genau. Gutes Stichwort, Bewusstsein. Wenn man sich bewusst ist, dass der andere ein Mensch ist. Und dann ist man auf einer Höhe, auf einer Ebene. Und in den menschlichen Faktor spielen halt viele Dinge rein. Mhm. Also da kommt halt der Stress. Ja. Da waren auch Menschen, die dann zum Schluss auch tatsächlich gestorben sind, die einfach in einer Ausnahmesituation war. Mhm. Das heißt, die waren ganz normale, brave Bürger, kriegen einen Brief von einem Rechtsanwalt, der sie so aufgeregt hat, dass sie war Jäger damals, er hat sich eine Schusswaffe genommen, geht auf den Balkon und schießt auf Streifenbeamte, die reingerufen wurden. Und am Ende nimmt er eine Geisel und dann wird er erschossen. Das heißt also, es war wirklich dramatisch. Da sterben Menschen oft, ja, die wirklich... normale, es sind nicht immer alles Berufsverbrecher oder so, die da... Ja. Ich glaube, die wenigsten wahrscheinlich sind wirkliche Berufsverbrecher, oder? In der Regel sind es einfach Ausnahmen. Ja, wenn es SEK gerufen wurde, war ja meistens eine Stresssituation, eine Ausnahmesituation, die im Familienkreis passiert ist oder so. Und dann kommst du dahin und ich habe halt immer den Menschen noch gesehen. Ich sag halt, okay, der steht jetzt zwar da und bedroht mich, aber er ist ein Mann, er ist ein Mensch, er ist ein Familienvater, vielleicht ein guter Familienvater, ein super Sohn oder was auch immer. Und auf die Weise konnte ich mich auch wieder so weit in den Griff kriegen, dass ich ihn eben nicht umbringe, verprügle, Schmerzen unnötigerweise zufüge. Ich sage, natürlich habe ich Menschen auch wehgetan, weil manchmal gibt der halt nicht einfach auf, nur weil ich jetzt ihm sage, du lass gut sein. Dann muss man natürlich in gewissen Maßen auch körperliche Gewalt anwenden. Aber ich habe es maßvoll gemacht. Und wenn man eine gewisse Art von, ein Gewissen hat, und auch ein bisschen Mitgefühl für andere Menschen, dann ist da auch die Grenze irgendwann für sich selber auch klar, was geht und was geht gar nicht. Krass. Und bei Unternehmern mit Mitarbeitern und so weiter würde ich Ähnliches raten. Schau einfach mal, das ist ein Mensch, der dir gegenüber sitzt. Der hat private Probleme wahrscheinlich, was auch immer. Der spielt jetzt rein in die Arbeit, in das Unternehmen. Setz dich doch mal mit ihm zusammen und frag ihn mal, was du für ihn tun kannst.
Vielleicht kannst du als Chef was für ihn tun gerade. Und nicht immer nur denken, was kann der Mitarbeiter für das Unternehmen tun. Das sagen wir auch mal. Das ist echt spannend. Das traue ich euch zu, dass ihr der bessere Chef seid. Das ist, glaube ich, die neue Generation auch. Was ihr verkörpert bei Mike, habe ich ja schon ein bisschen mitbekommen, wie du, was du deinen Mitarbeitern alles bietest hier. Und da sage ich, ja, das ist die Zukunft. Dass man nicht den Menschen nur auspresst fürs Unternehmen, für seinen persönlichen Gewinn vielleicht auch, sondern Anteil weitergibt an die Leute, sie motiviert, dass sie sich identifizieren mit dem Unternehmen, dass es wie eine Art Familie ist. Und da habe ich den Eindruck bei euch, das ist hier so. Absolut. Ja. Und Dankeschön. Das hat Zukunft. Cool. Und das erlebe ich immer wieder, wenn mich Leute bei euch begrüßen, sehe ich, das ist ein zufriedener Mitarbeiter, der geht hier nicht schnell raus, weil Feierabend ist, sondern entspannt. Erstmal danke bis hierhin, Jürgen. Jetzt strebst du ja nochmal zusätzlich einen neuen Weg an, nämlich als Coach. Also du hast momentan ja in deinem Bereich unglaublich viele Leute, wo du betreust oder wo du auch in deinem Bereich weiter wachsen möchtest, wo du Menschen, auch vielen Unternehmern Ansätze mitgeben möchtest, was sie zusätzlich auch im Business bei sich noch besser machen können. Was denkst du persönlich, welche spezifischen Herausforderungen gerade im Unternehmertum siehst du, bei denen dein Hintergrund und deine Fähigkeiten besonders nützlich wären? Gibt es da was, wo du sagst, wenn du jemanden betreust im Unternehmertum oder allgemein in der Selbstständigkeit, mit welchem Mehrwert kannst du jetzt zum Beispiel mir oder Maximilian einfach Ansätze mitgeben, wo wir vielleicht in dem Bereich gar nicht sehen? Also, was ich vorhabe, ist, dass ich einfach Menschen berate oder besser gesagt mit ihnen zusammen ihr eigenes Potenzial, das wirklich da ist, hervorzuholen, zu erforschen, was ist denn da und zu entwickeln. Das heißt aber auch, dass ich vielleicht Menschen, die dann zu mir kommen, die in einem Unternehmen sind, die sind vielleicht an der falschen Stelle im Unternehmen. Das heißt also, die haben aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, die vielleicht nicht mal in ihrer Macht lagen, wurden die auf den Posten gesetzt, der sie nicht erfüllt, wo sie keine wirkliche Kompetenz haben und auch keine fachliche Eignung. Also hier ganz kurz, um einzuwerfen, den richtigen Menschen an der falschen oder richtigen Position, weil mir oft da sagt, ja, der ist viel zu blöd, der Typ, der kann nichts. Ja? Das ist ja Person. Immer so ein Irrglaube, ja, das ist die falsche Person, heißt es ja auch oft. Es gibt ja nur den richtigen Menschen. Genau, der Mensch ist richtig, bloß er lebt nicht sein Potenzial, sein wahres Potenzial. Okay. Und er kann es nicht, weil vielleicht er das sich nicht traut, preiszugeben. Vielleicht kennt er es noch gar nicht. Das kann er mit mir dann erforschen. Ich bringe es raus. Und vielleicht verhindert man es auch seitens der Firma, vor der Leitung, dass man ihn einfach auf eine Position gesetzt hat, wo er gar nicht hingehört. Wie schon ein Abstellgleis quasi. Genau. Und dann lebt er nicht, dann kann er nicht sein Potenzial leben, dann bringt er für die Firma nichts. Also ich würde da einfach Leuten zukünftig raten, kommt zu mir oder zu anderen ähnlichen Coaches. Wir finden raus, was eigentlich wofür du wirklich brennst. Jetzt sind wir wieder da, was vorhin war mit dem Sport. Auch. Ja. Da gibt es was, wo du eigentlich hättest tun wollen, aber in der Schule schon dir weggeredet wurde. Das bringt nichts, das ist brotlos und so weiter. Dabei warst du vielleicht ein super Musiker und bist jetzt aber im Vertrieb oder was? Was ich... Gut, also, man kann ja auch im Vertrieb Musiker sein. Okay, das ist ja breit aufgestellt. Die Frage, ob du das große Orchester spielst oder eher der Straßenmusiker bist. Aber auch hier kannst du berühmt werden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wisst ihr, was mich so wahnsinnig fasziniert und auch gerade in dieser Dreierkonstellation, es gibt viele Coaches da draußen, es gibt viele Menschen, die dir Fitness-Tipps mitgeben und es gibt da bestimmt echt gute, ich möchte ja gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber was mich bei dir so begeistert hat von Anfang an ist, du sprichst aus der Lebenserfahrung. Ja. Man merkt einfach, da sitzt jemand, der war beim SEK, der hat komplett an sich, wenn man es jetzt mal knallhart sieht, sein Leben für andere Menschen geopfert über Jahre, hat immer die Möglichkeit auch gehabt, bei irgendeinem Einsatz draufzugehen. Und ich finde es so krass, weil dir glaubt man es zu 100%. Es gibt wenig Menschen, die mich auf Anhieb touchen. Und ich glaube, damals, wo wir uns in der Umkleidekabine kurz gesprochen hatten und dann uns ausgetauscht hatten, wie du es gerade gesagt hast, da war irgendwie so eine Connection da war so eine Verbindung da, wo du gesagt hast, hey, das passt irgendwie. Und ich habe auch gesagt, hey, es passt irgendwie. Und dann habe ich dich natürlich beobachtet, wie du trainierst, wie du vorgehst und war wirklich tiefst begeistert und auch beeindruckt, wie du das machst. Hat mich dann mit meiner Freundin auch zu Hause ausgetauscht und die hat auch gesagt, ey, ist krass. Also
bei dir war es wirklich damals so faszinierend im Fitnessstudio, wenn ich das noch kurz droppen darf. Das Spannende war ganz einfach, da war der Jürgen, und der Jürgen, der hat einfach Klimmzüge gemacht, der hat alles Mögliche gemacht, und die jungen Leute sind einfach nebendran gestanden und haben sich gedacht, was macht der Typ eigentlich da? Weil du wirklich so einen Eindruck hinterlassen hast. Und ich glaube, viele Menschen gehen heute ins Fitnessstudio, um einfach mehr Instagram-Fotos zu schießen und tolle Stories zu machen, aber die trainieren eigentlich nicht richtig, oder? Wenn ja. Man das so. Ja, ich erlebe gerade die junge Generation, die einfach das Handy nicht weglegen können. Also das ist ein Faktor, ja, und das ist auch ein Ding, was ich den jungen Leuten immer wieder weitergeben will, dass das Leben auch außerhalb des Handys oder des Netzes stattfindet oder gerade eigentlich da stattfindet. Schön. Und das ist ganz wichtig, bitte notieren, das ist echt wichtig. Das Leben ist nicht das Handy. Genau. Ja, ja, und die Generation identifiziert sich fast nur noch über Instagram und für die ganzen Reels, was sie da machen und so. Ja, leider. Und es ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Lebens und nicht mal echt vielleicht. Das ist ja nur gespielt manchmal auch nur. Und Schön. Was halt wirklich, ich will, dass die Menschen authentisch werden, bleiben, mit mir zusammen rausfinden, was für Potenziale sind da. Welches kann ich entwickeln? Und wie du schon sagst, ich habe auch immer noch Potenziale in mir, die ich nicht kenne. Ja, cool. Und du sagst mir Dinge, die ich zwar jetzt so langsam entdecke, aber die so noch nicht richtig entwickelt sind. Also ich bin auch in meinem Alter noch bereit, jetzt die Komfortzone zu verlassen und mit Neuland 60, betreten. Also liebe Leute, mit 60, gell, wo die meisten sagen, sorry, aber nee, mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren ist nicht genau, weit. Es muss einen Sinn machen, mein Leben muss einen Sinn machen, und ich will vor allem auch Menschen helfen. Und das gibt so ein gutes Gefühl, und das ist schöner, wie irgendwo schon einen Sonnenuntergang beobachten vom Wohnmobil aus. Kann man ja auch machen. Die Welt ein Stück besser machen, würde ich sagen. Die Welt ein bisschen besser machen. Ich will aber nicht mich anmaßen, dass ich wüsste, wie die Welt besser ist. Ich gehe halt nach meinem persönlichen Maßstab, was ich denke. Und da ist halt mein, aus dem Elternhaus raus, das Gewissen der Faktor, der für mich entscheidend ist. Was kannst du mit gutem Gewissen tun, verantworten, verlangen von irgendwelchen Menschen? Und da, glaube ich, das hat jeder in sich. Das ist eine Stimme, die sagt, das geht nicht, was du da jetzt machen willst. Und viele überhören diese Stimme und tun dann Dinge, die sie eigentlich nicht hätten, wenn sie auf diesen ersten Impuls gehört hätten. Und führt dann aber zu Handlungen, die dann immer weiter irgendwelche Konsequenzen rausziehen, und führt auch nicht wirklich zu dem Glück, was sich der dann erhofft. Also das ist ein Faktor, dass ich so eine gewisse Art von Moral wieder reinbringe auch. Cool. Ins Unternehmen, in den Menschen wieder, oder wecken will, das ist ja da. Diese Moral ist ja da, und da meine ich jetzt nicht irgendwelche katholische Kirchenmoral oder sowas, sondern einfach, was ein Mensch, ein anderer Mensch einfach nicht antun sollte. Und diese Werte, glaube ich, kann ich weitergeben, die habe ich auch erlebt für über viele Einsätze mit Kollegen, die für mich Verantwortung übernommen haben. Die wussten, der Jay, ich jetzt, ist ganz vorne jetzt, den muss ich jetzt sichern. Da kann ich mir nicht erlauben, aufs Handy zu schauen währenddessen, sondern da ist mein Fokus, die Gegend zu beobachten, dass dem nichts passiert. Cool. Ja, also das sind so Dinge, die ich einfach, glaube ich, glaubwürdig, wie du sagst, weitergeben kann. Dass das, und das verbindet, und das sind Freundschaften dann auch entstanden. Ja. Cool. Und das könnte auch sein in der Firma. Dankeschön. Jetzt haben wir knapp 50 Minuten rum. Unsere Interviews brauchen immer länger. Jetzt ist es natürlich so, dass so zwei Abschlussfragen stellen, das sind immer so ein bisschen anders da bei uns im Format. Haben wir natürlich noch eins. Hast du noch eine wirklich spannende Polizei-SEK-Story, die du noch kurz droppen kannst? Natürlich, du musst keine Einsatzdetails nennen, keine Namen, natürlich, das ist sowieso klar. Die du erzählen darfst, wo du sagst, hey, das ist vielleicht spannend. Das hat dich irgendwie im Internet geprägt. Ohne jetzt konkrete Daten zu verwenden. Oder, das ist wichtig, ja. Es war eine Situation, die habe ich euch, glaube ich, schon mal geschildert. Die passt, glaube ich, ganz gut, weil da war eine Geiselnahme, da waren viele bewaffnete Täter, auch Geiseln im Spiel. Und ich war eingeteilt mit meinem Team, einen Notzugriff zu starten, wenn da drin Dinge eskalieren. Und der Faktor war, wir waren wirklich auf dem Eingang, auf den Haupteingang fixiert. Wir konnten nicht gleichzeitig durch die Fenster oder sowas, dass wir sie überraschen könnten, sondern wir mussten wie durch ein Nadelöhr, durch eine Tür. Und dieses Bewusstsein, du musst jetzt mit deinen Männern da durch das Nadelöhr da rein, war halt schon eine Stresssituation, die über 13 Stunden angedauert hat. Weil so lange hat es sich hingezogen mit Verhandlungen mit den Tätern, und die Politik hat sich eingemischt und so weiter. Und du musstest die ganze Zeit mit deinen eigenen Dämonen, mit deinen Ängsten, mit deinen Befürchtungen dich auseinandersetzen. Alle,
Und jeder hat natürlich Angst gehabt. Das ist einfach so. Wir saßen da aufgerüstet mit Helm, mit schusssicherer Weste, mit unseren Waffen und wussten, wenn jetzt das Zeichen Go kommt, müssen wir da rein. Und da kannst du dann vorher dann überlegen, was du tust. Aber eigentlich weißt du, dass du da irgendwas abkriegst. Weil das Nadelöhr war halt eine Tür. Da könnten Sprengfallen oder sonst was sein oder ein Dauerfeuer von einem Täter da drin, der auf mich gerichtet ist. Also, das war ein Riesenstress und da wieder in den Stress die rein, Entspannung. Die Entspannung reinzubringen oder zumindest diese Art von... Ich habe gerade Gänsehaut, muss ich ehrlich gestehen, weil das flasht mich gerade. Oder diese Gelassenheit oder auch eine gewisse Art von Demut. Also ich habe eine Art von Demut dann irgendwann. Ich kann jetzt nicht gehen, ich kann meine Kameraden nicht im Stich lassen, werde ich auch nicht tun. Aber ich weiß nicht, ob ich es überlebe oder ob ich es gesund überlebe. Und ich ergebe mich jetzt sozusagen höheren Mächten. Also ich will das nicht in die Religion abdriften, aber ich habe gewusst, ich werde behütet. Und das ist auch was, was ich meinen zukünftigen Klienten beibringen werde, sich mit dieser Stimme zu verbinden, die da mit dem Göttlichen in Verbindung steht. Weil der gibt dir dann im richtigen Moment auch die richtige Intuition. Und dann passiert dir nichts. Also das behaupte ich jetzt einfach. Und ich kann nur jedem raten, ich habe es über die Meditation geschafft. Und da gibt es genug Techniken, um da hinzukommen. Seid ihr rein, um das so abzuschließen? Seid ihr rein? Wir sind nicht rein, nein. Die wurden dann politisch sozusagen, haben die aufgegeben dann und haben die Leute freigelassen und die Waffen niedergelegt. Hat lange gedauert, aber die Spannung ist dann erst nach und nach abgefallen. Toi, toi, toi. Ja? Sagen wir jetzt einfach mal im Nachgang toi, 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 weil das natürlich nicht... Weißt du natürlich nicht und dementsprechend hoch war der Stress. Mein offenes Ende, klar. Und der bleibt noch tagelang. Glaube ich. Wir haben noch zwei Fragen an dich vorbereitet. Ja, ja. Vor allem an euch beide, glaube ich. Mike darf auch mitmachen. Okay. Und normalerweise machen wir immer am Ende zwei Fragen an Mike. Okay. Jetzt ist natürlich dann frei, zwei Fragen an Jürgen und Mike. Du darfst dann natürlich anfangen als unser Gast. Ich glaube, die erste Frage passt schon so ein bisschen. Es kommt so ein bisschen auch von der Statur hin. Wenn du so ein Superheld wärst, so ein klassischer amerikanischer Film-Superheld, welche zwei Fähigkeiten würdest du wählen und warum? Als Superheld? Ja. Fähigkeiten? Ja, sei geduldig und sei gnädig. Mhm. Gnädig heißt, geduldig sein, fangen wir so an, geduldig sein, warte, bis die richtige Situation sich so entwickelt hat, dass du deinen Superheldenauftrag erfüllen kannst. Mhm. Und zwar so, dass du gnädig mit demjenigen, der es dann erleiden muss, vielleicht umgehst. Und zwar maßvoll und vielleicht einfach mal sich in den Menschen reinzuversetzen. Genau, das wäre meine Antwort. Ich würde sagen, ich wäre voller Mut und voller Ideen, weil nicht dieses klassische, ich wäre jetzt unsterblich und so weiter und hätte immer wieder einen Wunsch frei, sondern wirklich voller Mut und voller Ideen, weil dann wäre ich voller Tatendrang und wüsste ganz genau, dass ich all meine Punkte im Kopf sowieso erreiche, weil mein Mut meine Angst besiegt hat. Ja. Mhm. Toll. Mhm. Das ist gut, ja. Ich würde sagen, clever. Soll ich mal wirklich clever sein? Weil ich glaube, wenn man so bei denen nachdenkt, kommt man oft immer noch auf bessere Ansätze als immer so frontal ins Gesicht. Ich glaube, das ist schon auch eins. Und ein Stück weit weise würde ich wählen. Hm. Okay. Also ein bisschen verbunden sein und wenn du clever bist, dass du auch weise wählen kannst, weil clever kann auch sein, ich schieße schneller. Das ist dann, weiß ich, ob es dann clever ist, aber vielleicht um die Weise, ein bisschen weise zu sein. Dankeschön. Letzte Frage für heute. Stell dir vor, du könntest einen Tag mit einer historischen Persönlichkeit zu Abendessen, also ein Abendessen mit ihr machen, egal ob sie lebt oder nicht mehr lebt. Ja. Welche wäre das und welche Frage würdest du unbedingt stellen wollen? Okay, ich sag's jetzt einfach. Ja, hau raus! Es ist wirklich das berühmteste Abendmahl mit Christus. Mhm. Und welche Frage ich ihn stellen würde, wer bin ich? Mhm. Wow. Okay, das kommt nicht an meins ran. Ich möchte es gar nicht mehr beantworten. Sorry. Krass, okay. Das war krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, sage ich ehrlich. Nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Es gibt so klassische Leute wie Cristiano Ronaldo und so weiter, weil ich den einfach als Sportler total cool finde. Mhm. Aber was mir neulich durch den Kopf gegangen ist, weil ich das wirklich interessant fand, auch den Film damals, war Queen Freddie Mercury, weil ich den einfach so interessant fand, einfach was er aus seinem Leben alles rausgeholt hat. Obwohl am Anfang von ganz vielen Menschen da draußen belächelt wurde, auch wegen seiner Art und zum Weltstar wurde. Vielleicht auch Elvis Presley oder so, ich weiß jetzt. Das sind aber so, obwohl ich jetzt nicht so musikfanatisch bin, also ich höre gerne Musik, aber jetzt nicht Michael Jackson oder sowas ständig, aber ich finde es irgendwie spannend. Das war so ein Film, den ich dreimal angeschaut habe
Und Bohemian Rhapsody. Ja, finde ich toll. Und vielleicht darf ich noch einen zweiten droppen, das wäre der Ray Kroc, der damals McDonald's erfunden hat. Auch wenn das sehr gesund ist, das Essen. Was, ich glaube, erfunden hat er es ja gar nicht so wirklich. Aber hat ja die Idee, wo er sich dann quasi, ich fand es clever, ich fand es so ein bisschen so abgeklärt, wie er das gemacht hat, auch in dem Film zumindest, wie es rüberkommt. Natürlich Hollywood-Blockbuster, wird natürlich alles nochmal ein bisschen zusätzlich hochgepusht. Aber ich fand die Art und Weise, wie er das so ein Imperium aufgebaut hat, aus so einer kleinen Burgerkette oder so einem Burgerladen, fand ich schon beeindruckend. Also fand ich schon toll. Mhm. Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich jemand aus der aktuellen Zeit nehmen, gar nicht historisch. Da wäre ich so eher so nicht so Vergangenheit, sondern eher Zukunft. Das gilt aber nicht. Warum? Du musst eine historische Persönlichkeit nehmen, die nicht mehr lebt. Vielleicht ist er ja schon. Er lebt ja aktuell, aber er kann ja trotzdem historisch sein. Okay. Ich würde, ohne keinen Namen zu nennen, aber ich glaube, wenn man sich da mal so tief reingeht, es gibt ja so ein paar Familien, oder ich würde es jetzt mal Familien nennen, die ja schon so ein bisschen die Weltwirtschaft mitsteuern. Hm. Und da mal zu hinterfragen, was ist denn das höhere Ziel dahinter, was die verfolgen. Vor allem, was so Pandemie war und alles so, was dahinter passiert ist. Was so das höhere Ziel? Welche Familie meinst du zum Beispiel? Das kann man sowas sagen hier? Ja, ich weiß ja schon, was da kommt. Ich ahne was. Wir lassen es mal. Okay, lassen's mal so stehen. Wenn die Mikros aussehen, möchte ich es aber trotzdem. Ja. Also ich glaube, so klassisch auch Jeff Bezos oder Elon Musk wäre jetzt persönlich gar nicht meins. Nee, wäre jetzt auch nicht meins. Ich weiß jetzt nicht so, auch wenn die so krass sind und so weiter, aber das wird mich gar nicht so touchen. Ich gebe euch mal einen Tipp. Schaut mal, wer Gordy Rose ist. Gordy Rose. Okay. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal nachschauen. Das ist ein großes Geheimnis und das ist die Zukunft und die macht mir ein bisschen Angst. Das habe ich euch neugierig gemacht, ich weiß. Okay. Jetzt dürft ihr alle danach schauen. Vielen lieben Dank, Jürgen. Dankeschön, dass du hier warst. Dankeschön für deine Zeit vor allem. Und wir freuen uns noch auf viele spannende weitere Unterhaltungen mit dir außerhalb des Podcast-Formats. Und wir, wenn es diejenigen, die es interessiert, was er macht, und wenn derjenige vielleicht aus dem Umkreis hier aus 5-Seen-Land ist blenden und wir da das Ganze Interesse noch mal hat, ein. Dann blenden wir es ein oder schreibt uns an. Geben wir auch gerne die Kontaktdaten weiter. Vielen lieben Dank. Mich gibt es auch schon im Google. Also man kann mich googeln und da findet man mich und mit Telefonnummer und man kann einen Termin ausmachen. Sehr gut. Wir unterhalten uns drüber und dann kann es losgehen. Ein Jahr noch polizeilich und sonst auch als Coach. Ja, genau. Und dann bin ich nur für euch da. Ja, und vielen Dank für die Einladung an euch beide. Sehr gerne. War sehr schön, sehr spannend, sehr bereichernd für mich auch. Ich nehme da was mit. Genau. Vielen Dank. Auch an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe. Bis dahin. Ja. Ciao. Tschüss.